Die Theatergruppe Piccolo gab im Wiener Neudorfer Volksheim das Stück Elefantenmond zum Besten. Die anwesenden Kinder waren begeistert. Ja, es ist ein afrikanisches Märchen. Und wir haben es einfach nur ins Deutsche übersetzt und versucht für die Bühne zu adaptieren als Puppenspiel. Es geht um Gier, wie die Gier auf die Welt gekommen ist. Das ist die große Geschichte eigentlich. Die Geschichte handelt vom Elefanten und dem Hasen, die gemeinsam ein Kürbisfeld bestellen. Die Kürbisse des Hasen sind saftiger, gelber und größer, was den Neid des Elefanten weckt. Als nun einige Kürbisse des Hasen auf unerklärliche Weise verschwinden, versteckt er sich in einer hellen Mondnacht in einer Frucht und wird mitsamt dieser vom Elefanten verschluckt. Ich gehe dann auch wieder rüber und dann kann ich da drüben auch noch ein Stück wegnehmen und dann würde ich... Er ist ja auch ein bisschen naiv oder ein bisschen dumm und versteht es eigentlich selber gar nicht. Das passiert ihm eigentlich auch so ein bisschen nebenbei, ja, in dieser Rolle. Der Elefant hört nun die Stimme des Hasen in seinem Bauch, die ihm schwere Vorwürfe macht. Letztendlich glaubt der Elefant gar, der Mond selbst würde zu ihm mit der Stimme seines schlechten Gewissens sprechen. Das ist ein ganz, ganz, ganz arges Märchen. Und damit ist es endlich für alle Mal Schluss. Wie viele Kindertheaterstücke hat also auch dieses einen moralischen Hintergrund, was auch Kulturgemeinderat Nikolaus Patoschka sehr gut gefallen hat. Ja, es war sehr gut, es war sehr erfrischend. Wir haben einen anderen Kontinent einmal kurz kennengelernt und so in der Winterzeit über Afrika und die Wärme war ganz angenehm. Und wie hat es dem jungen Publikum gefallen? Echt gut. Gut. Wie ist es denn, für so junge Zuschauer zu spielen? Es ist sehr lebendig oder man kriegt sofort, also in der Sekunde Feedback. Ja, wenn was nicht funktioniert, nicht stimmt, nicht am Punkt ist, dann spüren das die Kinder. Ja. Und genauso die Begeisterung und die, ich habe es verstanden. Und heute haben sie gesagt, ja, nein, der Elefant ist ja wohl das größte lebende Säugetier auf der Erde, du brauchst dich ja nicht fürchten. Das ist einfach total schön und herzlich. Für mich ist der Weg der, ähnlich wie für Sie eigentlich, wir spielen für unsere Kinder. Das heißt, ich habe vor 30 Jahren angefangen, für meine Kinder Kindertheater zu machen, habe mich dann wirklich professionell damit auseinandergesetzt und mit der Zeit in den letzten 30 Jahren ist das Ding halt so gewachsen, dass wir jetzt zum Beispiel heuer 36 Mal in China spielen, dass wir mit afrikanischen Gruppen zusammenarbeiten und dass wir etwa 200 Mal im Jahr unsere Stücke präsentieren in Österreich.